Hallo und willkommen zur neuen Folge Minecraft World X und wir sind immer noch dabei bei unserem kleinen Schloss, das wir gerade hier die paar Folgen schon bauen. Das wird schon bald fertig sein. Ja, in der letzten Folge habe ich ja auch gefragt zu Nintendo X und da habe ich tatsächlich einen Kommentar gekriegt von unserem Michael, wie war es anders zu erwarten. Grundsätzlich gesagt, sieht er denn nicht so wirklich den Sinn davon, eine mobile Konsole zu haben, weil man ja schließlich heutzutage das Handy hat und dementsprechend auch viel damit eigentlich machen kann unterwegs und auch viel handlicher ist. Klar, das ist sicher ein Pro. Andererseits ist ja eine Konsole immer noch eher für, ich sag mal so, wieder das Ziel, also die Zielgruppe sind ja meistens schon die Jugendlichen. Gut, heutzutage zwar irgendwie ein Handy, aber es gibt auch nicht jedes Spiel auf dem Handy und auch nicht die Spiele in diesem, ja, mit diesen Spielmöglichkeiten, wie es halt eine Konsole hat. Und da kommt dann Nintendo natürlich mit seinen Marken daher, wie Zelda und, die natürlich dann ein Pro geben, weil man halt die dann nur auf dieser Plattform auch spielen kann. Na, also ich sag mal, ob sich das wirklich dann bewährt, wird sich die Zeit dann zeigen. So wie es geklingt hat, wenn ich so deinen Kommentar mitgekriegt habe, hast du bisher noch gar nichts von der Konsole gehört, beziehungsweise nicht mitbekommen. Ist zurzeit echt überall gerade ein bisschen Hype von dem Ding. Aber wie gesagt, vielleicht schaust du auch mal, gibst mal ein bei YouTube, Nintendo Switch und dann wirst du garantiert irgendwo einen Trailer davon finden. Und wenn nicht, kannst du es in die Kommentare schreiben, dann tue ich in der nächsten Folge gerne ein Video oder ein Trailer davon verlinken in der Folge hier. So, ich hoffe, ich habe es richtig gebaut. Ja, müsste richtig sein. Dann haben wir hier oben wieder mal ein Fenster. Gut schauen. Die Höhe geht wieder zurück. Zack. Wie breit ist eigentlich 3? Das Ganze ist 3 breit. Ja, und da saß ich schon wieder in den Abgrund nach unten. Na super. Ja, ich habe vorher nach dieser Aufnahme noch Transportfieber zu Prion und die Folge kommt ja dann, wenn alles klappt, heute Abend 18 Uhr dann raus. Es gab eine Vorabversion für YouTuber, die das Spiel jetzt schon antesten dürfen und ab heute 18 Uhr die ersten Videos davon bringen. Ich werde vorerst mal nur ein angespielt bringen, aber auch weil ich natürlich zeitlich nicht so viel Zeit habe und ich jetzt nicht Unmengen von Videos entsprechende machen möchte, noch zusätzlich, weil ich natürlich zurzeit andere Sachen noch habe, die ich tun habe und halt ab und zu ein bisschen Freizeit für mich haben möchte. Dementsprechend werde ich auch mal angespielt machen. Ich würde mal sagen, wenn ihr mehr von den Spielen sehen möchtet, könnt ihr gerne beim Schwaben vorbeischauen. Link findet ihr in dem Hearthstone Video, die letzte Zeit rausgekommen ist, damit wir viel zusammen machen. Denn ich gehe davon aus, dass er dann wirklich öfters ein Video bringen wird, wie er schon vom ersten Teil damals gemacht hat. Kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal hier unten hin zuerst. Was ist das für Holz hier? Fichtenholz, oder? Ja. Also. Ich mal kurz hier Steine setzen. So. Jetzt brauche ich Fichtenholz. Das haben wir drüben mal gebraucht, oder? Ich habe es im Hals. So. Fichtenholz, sehr gut. Und es wird schön Nacht. Teilen 17. Ich muss gleich mal neu starten, nicht, ne? Stimmt, diese Frage. Kommt der Regen jetzt wieder, zum neu gestartet haben? Oder ist er im System gespeichert? Nee.
Der Virus möchte keinen Regen mehr. Da bin ich jetzt echt gespannt, ob der Regen mehr kommt oder ob der jetzt wegbleibt. Weil wir jetzt ein neues Spiel offen haben, könnte es eigentlich sein, dass ein Regen wieder kommt. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Oh, scheiße. Mein Leser hat zu wenig gedrückt. 4, 5, 6. So. Okay, und dann kommt hier immer ein Baumstamm darunter. Bis gleich, geht der nach unten oder ist nur einer, der raussteht? Das ist einer, der raussteht, okay. Hatte ich unterlegt die Frage. Und das ist unter dem Baumstamm. Okay, Stein. Der Stein geht ziemlich nach unten, wenn ich das sehe. Aha. Was? Moment mal. Ach du heilige Scheiße, das kann lustig werden. Aber wenn ich es richtig sehe, dann geht es hier ziemlich stark unten. Moment mal, mal kurz schauen. Mhm, das ist 3, das heißt dieser hier. Dieser Stein geht bis nach unten. Und er tut das Tor dann. Oh mein Gott, das kann heiter werden. Soll ich irgendwie das hier nach unten bauen? Da muss ich schauen, dass ich immer noch im, ja, in der Entfernung bin, dass ich auch treffen kann. Ich merke gerade, ich habe jetzt hier heute das Mikro an, super. Das ist die Frage, bin ich zu laut, bin ich zu leise? Ich habe das Gefühl, die Musik ist nicht zu laut. Ich denke, man wird trotzdem noch mich noch hören. Und wie wir gesehen, könnte es passen. Lass ich mal für diese Folge einfach mal den Sound aus. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es dann zu extrem wird. Aber das werden wir erst leider sehen, wenn ich dann die Aufnahme entsprechend hochlade. Da kann ich natürlich das Auto sieht auch ausschalten. Stopp. Wir haben ja gestern gestreamt, da habe ich vergessen jetzt das Mikro auszuschalten. Hallo? Achso, ich bin am Boden. Aha. Also lange versuchen hochzuspringen. Okay, also mal kurz schauen. So. Dann haben wir jetzt hier die Verbindung. Ja, das ist die Frage. Moment mal. Das vom Kopieren sieht ein bisschen komisch gerade aus. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okay, 7. Gut, schauen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, das stimmt genauso. Genauso muss es sein. Aber dann muss das hier weg, das muss hier weg. So, dann haben wir nämlich hier eine Steinmauer. So, die geht genau bis oben hin. Und genau sehen wir jetzt eigentlich nicht in dem Sinne. Die muss auch weg, die muss auch weg, der Block. Dann kommt der hier auch weg, so. Dann wird der hier bleiben. Okay, dann haben wir hier so. Genau, und dann kommt nämlich hier schon bereits ein Block oben drauf. Okay, und dann ist hier die Säule nach unten. So, so müsste es sein. Ja. Das passt eigentlich soweit. So, eins. Dann wieder eins nach vorne verschoben.
So. Würde ich sagen, dann bauen wir hier auch mal hoch. Okay, dann hier ebenfalls. Ich mach gleich so jetzt. Hab das auch schon drin. So, den Stein machen wir das Loch mal wieder zu hier. Okay. Wow, das ist gerade ziemlich gelaggt gerade. So. So. Dann nochmal eins nach unten. Ja, so macht das Ganze langsam Sinn, sehr gut. Dann. Boah, ich habe das Gefühl, ich bin hier so falsch im Bauen. Okay, dann müsste das hier eigentlich jetzt die letzte Hürde sein. Ich bin Wasser drin. Ah, verdammt. Kann ich das auch wegmachen? Was machen wir kurz weg? Machen wir das hier. Zack. So, das machen wir. So, machen wir hier Replace Water zu Gras. So. Haben wir das Wasserproblem gelöst? Kriege ich keine nassen Füße mehr. Okay, jetzt muss ich kurz schauen. Das sind ganze Slabs. So. Ja, eigentlich könnte mir natürlich das jetzt hier ganz klassisch auch hinbauen. Wir haben ja hier. So. Gebrannten Stein. Mach ich mal kurz bis oben hin. Walls. Cobblestone. So. Das steht auch schon mal. Kurz 230 Blöcke wieder gesetzt. Okay, dann. Ja, mach wieder alles zu. Okay, das steht mal. Dann hier auch drei Blöcke. Wieder mit dem Stein. Und dann hier. Okay, ich würde sagen. Ah ja, genau. Das Tor auch noch zu hier. So. Nein! Wir haben ein Loch in die Wand gehauen, ins Tor. Boah, das Tor ist aber echt nur ein Block breit, ne? Ja. Wir können einen Block breit, sehr gut. Ja, okay, fahren wir auch hier hoch. Auch hochbauen. Sehr schön. Da haben wir schon wieder hier drin mal was gebaut. Das Teil ist ein bisschen hochzuheben. Jetzt können wir kurz hier noch schauen. 1, 2, 3. Nach 4 Blöcken. So, nach 4 Blöcken. 1, 2, 3, 4. Wo kommen schon wieder die hin? So. Und dann würde ich sagen, geht es hier wieder weiter. 1, 2, 3. Ja, hier ist 3 weiter.
Sehr schön. Dann Abstand von 2 Blöcken. Kommt das gleich nochmal, das Ganze. So. Also ein Block ist ja auch easy, da kann man wirklich direkt auf den anderen setzen. So, aber ich würde sagen, bevor wir weitermachen, mach wieder mal eine Pause für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da. Wie gesagt, ich hoffe, die Musik war jetzt nicht so laut. Wie gesagt, ich kann die Tonspur nicht mehr trennen. Das ist fest mit Minecraft verbunden, aber ich werde das dann morgen wieder bereinigen. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und denkt dran, heute 18 Uhr, wenn alles klappt, Transportfieber, Vorschau. Das Spiel erscheint ja erst am 8. November offiziell, aber morgen oder heute schon auf meinem Kanal. Bis dann.